So, meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem ersten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den süßesten Mobs im ganzen Universum. Da hat er sich kurz gezeigt und direkt wieder versteckt. Wo bist du jetzt? Ja, okay. Wir kommen hier auf jeden Fall zu einem fantastischen Release, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue und mir hier quasi aufheben musste und extra nicht reingehört habe. Da ist er übrigens wieder. Und zwar von Hammer. Ja, die hat endlich, was heißt endlich, so lange ist es auch nicht her, aber ne, wenn man gerne die Musik von gewissen Künstlern hört, dann geht es nicht schnell genug manchmal. Sie hat den Song rausgebracht, iDemo, produced by Checker. Ah, sehr cool, der hat ja auch von Ferro 47, die Nummer heute 47 rausgebracht. Und wer ist noch dabei? Said und DJ AS1. Okay, cool. Bin gespannt. Stehen einige im Titel. Cooles Video. Ey. Kite. Sorry. Hey. Ganz anderes Auftreten von Hava hier, wenn man jetzt die ersten Videos mal gesehen hat und so weiter, sieht schon ein ganz anderes Level jetzt hier auf einmal. Direkt die Attitude ist auf einmal auf einem viel selbstbewussteren und höheren Level, finde ich sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und die Beauty-Shots sind auf jeden Fall auch viel mehr hier drin. Sieht alles ein bisschen schicker und schöner aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Heute bin ich mit den Girls, ey. Als wäre heute mein Birthday. Die Rezeption fragt nach dem First Name. Ich sage Hava, Hava. Der First Name ist doch gar nicht Hava, das wissen ja auch alle mittlerweile. Ja, okay. Kleiner Fun-Joke-Fact hier. Ich habe keine Sorgen, denn ich will Richtung Hall of Fame. Ich breche keine Worte, nur eigene Rekorde und Mama ist von Stolz geprägt. Ja. Sie dachten, ich hätte die Chance verspielt, aber heute lebe ich meinen Dream. Ich bestell Pancakes zu mir in die Suite. Das mit der Gang allein. Also dieser Flow, dieser Rhythmus ist ja wirklich Hava. Das haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal gehört. Cool, das ist so ein Signature-Flow, würde ich ja immer behaupten, jetzt von Hava auf jeden Fall. Sehr krass, auch die Harmonien, die hier reingesetzt wurden. Ich glaube aber, das ist hier ein bisschen mit Melodyne gemacht worden. Sehr, sehr hoch, da noch zu hören im Hintergrund. Es ist sehr, sehr hoch. Ich glaube nicht, dass es mit Kopfstimme oder Falsetto eben eingesungen wurde, sondern dass wirklich hier mit Melodyne oder Vari Audio oder wie auch immer mit irgendeinem Pitch Correction Programm hochgesetzt wurde, damit im Hintergrund noch ein bisschen mehr Akzent auf die Stimme gesetzt wird. Das mit der Gängeln, bon appetit. Idemo, idemo, das sind Notchas wie Demo. Idemo, idemo, frag dich wann. Also alles ein bisschen mehr auf wirklich mehr Feminin und mehr Beauty und so, habe ich den Eindruck. Weil sie vorher fand ich, kam sie in den Videos immer mehr so ein bisschen, bisschen lässiger und ein bisschen zurückhaltender dann auch rüber. Hier auch witzig, weil ich gerade eben das Video zu Ferro 47 mir angeschaut habe, auch wieder so ein Tape-Stop-Effekt hier im Sound, diese ja, hier war der genau, sorry, ich habe gerade Stopp gedrückt. Ja, sehr, sehr witzig. Ob das jetzt von Checker kam oder nicht, oder von Kite, oder, auf jeden Fall war das hier gerade in der Checker-Nummer auch drin. Schön. Geil auch hier wirklich dieses Bläserquartett, was man hier hört im Hintergrund, was immer wieder mal so kleine Akzente reinsetzt in den Refrain. Sehr, sehr cool. Bringt dann wirklich so Summer-Vibes hier nochmal zusätzlich in den Beat mit rein. Und hier der Abschluss auch. Schönes Sample, ja? Okay, cool. Hier ist auch jedes Mal, ist bei dem Hava Hava. Sie dachten, muss man genau. Mit dabei, jedes Mal, wenn irgendwo was geht. Ja, geht.
Da spielt er noch wie so eine Flöte oder so im Hintergrund. Spielt genau die gleiche Line, die sie singt. Und dadurch wirkt es irgendwie nochmal eingängiger, genau dieser Part. Also nicht nur wie ein reiner Adlib, weil tatsächlich das Instrument wirklich genau die gleiche Melodie einfach hier auch nochmal spielt. Sie dachten, ich hätte die Chance verspielt, aber heute lebe ich meinen Dream. Ich bestell Pancakes zu mir in die Suite. Ich weiß nicht so genau, wie ich diese ganz, ganz hochgepitchte Stimme finden soll, weil die ist halt sehr, sehr unnatürlich. Grundsätzlich ist es nicht schlimm, wenn man das eben als stilistisches Mittel benutzt. Dadurch, dass aber in dem Song das sonst nicht vorkommt, ja, also ist jetzt nicht dieses, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel Billie Eilish Songs oder sowas, ja, die haben ja sowas dann immer sehr gerne mal drin, dass da so ein bisschen übernatürliche Effekte oder die Stimmen auf übernatürliche Level dann gebracht werden und das dann eben sehr, sehr stilistisch wirkt. Hier sind ja alle Stimmen sehr, sehr reell und sehr natürlich und dann in diesem kompletten Pre-Chorus-Part eine Stimme zu haben, die so weit oben ist, dass man die eigentlich fast gar nicht mehr singen könnte und dadurch auch schon wieder auffällt. Ich weiß, warum es gemacht wurde, denke ich, also warum, was die Absicht dahinter war. Hätte ich aber vielleicht auch lieber ein Instrument genommen, als es mit einer Stimme zu machen. Also dieselbe Melodie mit einem Instrument, das eben in diesen oberen Frequenzen sowieso spielt und die abdecken kann, da das ein bisschen auszufüllen. Ne? So wie bei dieser einen Stelle, wie diesem Adlib, wie ich es gerade benannt habe. Ja, okay, aber ist, ja, Geschmackssache, super kleines Detail, soll es jetzt nicht runterziehen. Kickst du mir in die Suite, tanz mit der Gang, allen Bon Appetit. Stark der Einstieg hier auch mit der Brass Section hier in den in die Hook. Moment. Mehr Spaß, nicht mehr. Ja, cool. Nice, schönes Ding. So ein bisschen nachgezogener Sommerhit eigentlich, weil wir auch genau wieder diesen Dembow-Rhythmus drin haben, also den wir ja so aus dem Reggaeton und lateinamerikanischen Afrobeats und so weiter, wie auch immer man sie nennen möchte, auf jeden Fall der offizielle Begriff für diesen ist Dembow-Rhythmus. Genau. Was wollte ich noch sagen? Auch sehr cool, die Aufteilung in der Hook, das Ganze einfach nur mal dicker zu machen oder breiter zu machen, indem man den Vocal Part erstmal dünner hat in der ersten Hook, also mit weniger Harmonien. Ne? Also hier ist schon der dicke. Also der dicke Part, ich meine mit dicke Part, dass da halt mehrere Stimmen schon mehrere Harmonien sind. Hier ist ja. Also man hört vor allen Dingen eben unisono in einer Tonlage, aber hören, beziehungsweise in einem Ton. Und zwischendrin ist immer wieder mal eine Harmonie zu hören. Und hier haben wir dann eben zwei Harmonien, wenn nicht sogar drei. Und das ist eben das sehr Coole, dass diese Hook eben aufgeteilt wurde und dadurch dann einfach nochmal, während diese Hook läuft, nochmal so ein Uplift bekommt, also so ein Climax in den nächsten Part. Einmal der Tape-Stop, wie ich schon gesagt habe, und dann eben schön alle Harmonien. Und dadurch wird das Ganze einfach nochmal offener, breiter, fetter, cooler, geiler. Ja, ist vor allen Dingen eine Harmonie, die sehr, sehr gerade gezogen wurde, auch hier im Tuning, die ein bisschen, die Stimme ist, höre ich mehr so direkt vor mir, also sehr, sehr zentral im Mix. Nee, doch eher so, aber na gut. Sind super kleine Freak-Details hier, aber insgesamt eine sehr, sehr coole Stimme und ich muss sagen, Haber kommt in diesem Video sehr, sehr, ja, selbstbewusster und positiver rüber und hat anscheinend ziemlich viel Spaß gehabt hier beim Videodreh. Auf der Türkei war es, in der Türkei. Guten Morgen, lieber, ja. Genau, ich hatte es ja auf Instagram ja alles nachgeschaut und verfolgt und gesehen. Mit den Girls,
Schönes Ding. Als wäre heute mein Birthday. Die Schönes Ding. Ich hatte irgendein Detail am Anfang noch, was ich nennen wollte. Jetzt habe ich es vergessen. Das war schon wieder. Ich war nicht wild, ey. Als wäre heute mein Birthday. Die Rezeption fragt nach dem First Name. Ja, ich hatte so ein bisschen wegen dem Reverb, habe ich mich ein bisschen gewundert hier auf dem Main Vocal von Hubba, dass der so stark ist. Also es ist richtig viel Reverb tatsächlich hier drauf. Ich finde es persönlich schlecht, wundere mich einfach nur, finde es eigentlich sogar ganz gut. Aber es wundert mich, weil ich eher öfter höre, dass es doch trockener gemacht wird, also weniger Reverb da benutzt wird und so weiter. Finde das aber cool, dass es hier so gemacht wurde, weil es passt sehr gut in den Kontext des Songs. Na, auch der Delay selbst, also die Verzögerung auch. Auch hier schöne Harmonie, aber da eben auch eine wieder, bin ich mir sehr, sehr sicher, die eben mit irgendeinem Tonhöhenkorrekturprogramm, also einem Pitch Correction, künstlich eine Oktave höher gesetzt wurde. Ne, die ich habe keine Sorgen, denn ich will Richtung Hall of Fame. Yeah. Keine Worte. Auch geil, hier dieser Stutter-Effekt quasi. Stotter-Effekt. Ja, sehr, sehr cool, rundes Ding. Macht richtig Spaß. Also ich sehe schon, da gibt es wirklich so eine Entwicklung von Hubba, die wir gerade hier quasi live mitverfolgen dürfen, dass es immer, immer teurer wird, sage ich mal. Oder mehr blingy, mehr Produktionsaufwand und sie selber entwickelt sich auch, also sehr, sehr stark. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wir gucken nur mal, wer hier für Mix und Master verantwortlich ist. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen, alles sehr, sehr geil. Ich habe ein oder zwei Mixing-Punkte ja schon gesagt, aber top, wirklich super, super Level. So, produced by Kite, Checker und DJ AS1. Ja, Mix und Master steht jetzt nicht explizit drin, wer das engineert hat. Waren vielleicht welche hier auch mit dabei. Bei Ferro zum Beispiel hat Checker das Mixing ja auch gemacht und das Master war da bei Lex Barkey hier, weiß ich jetzt nicht, aber jo. Geil. Achso, ich müsste eigentlich nur wissen, was Idemo heißt. Schreibt es in die Kommentare. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, es ist Thumbnail Time. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Einfach nur ein Grinse-Rahim quasi. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne, gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich, Rahim. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und vielleicht seid ihr ja noch interessiert, so ein bisschen eine Geschichte von mir zu hören, zu wissen, wie das alles hier zustande kam, wo ich überhaupt sitze, ob das alles vielleicht ein Greenscreen ist oder sonst irgendwas. Ich war bei hiphop.de und habe mich da mit dem Jonas Lindemann, dem Guten, in seinem neuen Format und für sein neues Format Macher unterhalten. Ihr könnt das Ganze unten in der Beschreibung finden. Der erste Link ist dort, nämlich genau das Interview. Und da erzähle ich einfach meine ganzen Up und Downs, meine ganze Lebensgeschichte quasi und auch ein, zwei Schicksalsschläge, die da eben stattgefunden haben und mich eben dazu geführt haben, das zu machen, was ich hier mache, hauptberuflich. By the way, YouTube nicht hauptberuflich, sondern wirklich Produktion. Sonst könnte ich mir das hier alles nicht leisten und so weiter. Aber guckt da eben gerne vorbei, nehmt euch eine Stunde Zeit, schnappt euch ein paar Snacks und supportet Hubba. Tschüss.